Besprechung bei der Berliner Internetfirma Panfu. Für ein Online-Spiel wird eine neue Figur produziert. Hier arbeiten die ausländischen Fachkräfte, die in Deutschland gefragt sind. Softwareentwickler, Flash-Programmierer, PHP-Experten. Der Chef, Moritz Hohl, ist Deutscher. Die Unternehmenssprache bei uns ist Englisch. Viele Leute sprechen tatsächlich gar kein Deutsch. Die Leute kommen einfach aus aller Herren Ländern, 20 verschiedene Nationen. Berk Hülagü ist 28 und Türke. Programmierer wie er sind in der Computerbranche heiß begehrt und nur schwer zu bekommen. Der Chef musste lange um ihn kämpfen. Wie schwierig war es denn jetzt für Sie, Herrn Hülagü zu bekommen? Ja, letztendlich hat der ganze Prozess 4 Monate gedauert, bis die Arbeitserlaubnis vorlag. Muss dann erst einen Antrag einreichen bei der Agentur für Arbeit und dann schauen die erst, ob es nicht doch jemanden in Deutschland oder im europäischen Ausland gibt, wo ja eigentlich vorher klar war, dass dort niemand zu finden sein wird. Deswegen hätte man das Ganze beschleunigen können. Zu Gast beim Ehepaar Hülagü. Beide kommen aus Izmir. Der Job in Deutschland, beinahe hätte es damit nicht geklappt. 4 Monate musste die Firma warten, bis die Arbeitserlaubnis endlich vorlag. Es war eine schwierige Zeit für mich. Wir haben den Vertrag unterschrieben, aber ich konnte nicht mit der Arbeit beginnen. Deutschland baut dir so viele Hürden, dass du dich nicht willkommen fühlst. Deshalb hätten sich viele seiner Kollegen für Kanada oder die USA entschieden. Dort werden Fachkräfte mit offenen Armen empfangen. Die Hülagüs pauken jetzt fleißig Deutsch. Ihre Freundin Kiri hat endlich eine neue Wohnung in Hamburg gefunden. Pause am Imbissstand. Mann spricht Türkisch, ein Stück Heimat für das Paar. Denise Hülagü schreibt in Berlin an ihrer Doktorarbeit für Verfahrenstechnik. Und danach? Vielleicht ich kann nach Türkei zurück gehen oder bleiben hier. Ja, weiß ich nicht. Eine klare Linie bei der Einwanderungspolitik, die wünschen sich auch Verena Delius und Moritz Hohl, die Geschäftsführer der Berliner Internetfirma. Warum findet man denn jetzt keine Deutschen für diese Jobs? Der Arbeitsmarkt ist einfach leer. Qualifizierte Programmierer in Deutschland, gerade im Bereich Java, Flash, findet man zurzeit gar nicht. Und wir sind nicht die Einzigen, die suchen. Also das sind genau die Kompetenzen, die im Prinzip jedes technologiebasierte Unternehmen in Deutschland gerade braucht. Gerade wieder suchen sie 3 neue Mitarbeiter. Ihre Firma wächst, aber nur so lange, sie die nötigen Spezialisten finden. Wir müssen einfach ein Einwandererland für Fachkräfte werden. Also nicht nur, dass wir es ihnen einfach machen zu kommen, es muss auch irgendwie ausstrahlen nach außen, dass wir sie haben wollen. Die Jungunternehmer wissen, wenn sie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben wollen, brauchen sie ausländische Fachkräfte.